So, da sind wir wieder mit The Book of Unwritten Tales. Und ja, wir müssen jetzt noch irgendwie ein Herz zusammenbasteln hier. Wie wir das machen, da habe ich noch gar keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch erst noch was anderes dafür tun. Mal gucken. Unser Zombie-Freundin. Mehr Interessantes war nicht drin. Nicht, dass ich Pompons interessant finden würde. Aha. Sich wohl jemand gerade verraten. Nein, da können wir nichts mitmachen. Da Wachs drauf, klappt auch nicht. Kann ich mit... Schreibe ich etwas auf das Blatt schreiben, aber was und warum? Morsche Bretter, können wir damit was tun? Nein, okay. Lass uns mal runtergehen zu der traurigen, verschmähten Jungfrau. Na, wie geht's? Ah, wie immer. Gulliver hat etwas von einem Kriegerset erzählt. Dir ist beim Trauern nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon, Schwert, Schild, Helm. Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt. Mit den Federn eines... Hallo, beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Nein, würde ich nie machen. Aber nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. Okay. Okay. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde. Ich muss weiter. Jo, das tut mir leid, so. Dann wollen wir der verschmähten Jungfrau mal einen hübschen Liebesbrief schreiben. Jo. In Ordnung, los geht's. Liebste Sahneschnitte. Hochwohlgeborenes Fräulein. Hey, Schätzchen, auch wohlgeboren. Hochwohlgeborenes Fräulein. Ich bin es, dein... Maximilianchen, es tut mir leid, dass ich so plötzlich verschwunden bin. Schuld waren... Die Russen! Weder dein zweifelhaftes Aussehen, noch dein schlechter Charakter. Weder dein zweifelhaftes Aussehen, noch dein schlechter Charakter. Ich wollte dir eine Hochzeit schenken, die einer Königin würdig ist. Dann... Hat das Schicksal grausam zugeschlagen. Was ist es? Grausam zugeschlagen. Auf der Suche nach einer Silberblumenperle... Deinen Ehering bin ich in der südlichen Ostsee in einen Sturm geraten. Mein Schiff sank und ich erwachte 3 Tage später. In einem Kochtopf mit Schnittlauch und Thymian. Mit ziemlichen Kopfschmerzen, einem seltsamen Geschmack auf der Zunge. Ziemlichen Kopfschmerzen und einem seltsamen Geschmack auf der Zunge. Viele Gefahren habe ich überwunden und große Abenteuer erlebt, getrieben von meiner unstillbaren Sehnsucht nach dir. Nur... kann ich nicht zu dir kommen, denn... Ich finde den Weg nicht und will nicht fragen. Es gibt Probleme mit meinem Sternenvisum, nee, kommen wir, der unheilvolle Fluch. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Drum schreibe ich diesen Brief in aller Dringlichkeit. Eile zu mir, meine Geliebte, wo immer du sein magst.
Ich warte auf dich im Süden. Tief im Süden. Genau hier. Das ist ein Meisterwerk. Oh, es fehlt noch etwas. Zögere nicht, anderen vor deiner Abreise zu helfen. Bussi, dein Bussi. Maximilian. Küsschen. Perfekt. Jawohl. Ein Liebesbrief. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Was soll das sein? Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Das kann nicht sein. Der Brief ist nicht versiegelt. Maximilian hat seine Briefe immer... Verdammt. Okay, hier ist der Plan. Wir gehen hoch, da war eine Kerze. Da hat Wachs runtergetropft. Ja, komm, dann mach doch. Dip. In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Warum ist er rot? Egal. Nicht hinterfragen. So, hier. Dieses Feuchtgebiet mag zwar dämlich sein, aber den Unterschied zwischen einem Wachsklecks und einem Siegel wird sie wohl schon noch erkennen. Oh, wir brauchen also ein Siegel. Ach du Scheiße. Haben wir hier irgendwo noch ein Siegel? Entschuldigen Sie, betrachte das Grab. Von außen ist nichts Interessantes. Nee, okay. Ist da ein Siegel dran? Oder liegt unten vielleicht? Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal. Vielleicht waren sie deswegen so. In den Urnen ist auch kein Siegel dran. Ha. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Okay. Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Hm. Ich könnte ja hier ihn nehmen und sein Herz. Das wäre doch was. Ja, moin, hast du einen Siegelring? Hallo, Prinzessin. Ja. Kann ich den Zombiekopf mitnehmen? Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Ja, ja. Paladine machen viel Schaden, ne? Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Ich muss los. Männerkram machen. Okay, damit hätten wir das geklärt. Schade eigentlich. Schauen wir nochmal im Zelt vorbei. Ob wir hier irgendwie... Ah, im Mörser können wir die rote Erde zerstoßen. Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines rotes Pulver geworden. Okay. Da ist die Dingbull. Mal jetzt schauen. Komm, zermatsch mal auf. Wir machen alles platt. Die Blüten sind zerrieben. Übrig geblieben ist eine sattblaue, dickflüssige Paste. Blaue Farbe, rotes Pulver. Nee, weiße Farbe können wir nicht herstellen. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Ja, dann tu das halt da in die Spucke. Auch wenn es eklig ist. Gelb und Blau ergeben Grün. So, jetzt habe ich auch noch grüne Farbe. Wo kriege ich jetzt genug Wasser her für... Ich habe einen Plan. Komm, rein da. Ab in den Keller. Jawohl.
Perfekt. Na gut, ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. So. Rot und Gelb ergeben Orange. Ah, ich hätte jetzt Blau gesagt. So, jetzt haben wir schon mal alle Farben, alle möglichen Farben und Formen. Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum nicht? Warum sollte ich... Mal doch einfach den scheiß Pilz an, verdammt noch eins. Tja, habe ich sonst noch irgendwas im Inventar? Morsche Bretter. Was können wir damit machen? Den Paladin eins über den Kopf ziehen damit. Für was sollten wir die Presse benutzen? Was können wir auspressen? Morsche Bretter können wir auspressen. Benutze einfach mal die Presse, mal gucken, ob da was passiert. Geht immer noch. Aber was könnte ich auspressen? Keine Ahnung. Geht immer noch. Aber was könnte ich auspressen? Kann man den Pompon vielleicht irgendwie färben? Nö. Ich muss gestehen, ich bin gerade ein wenig ideenlos. So, nach langer Zeit mal wieder. Hey, vielleicht, Chef. Hier, vielleicht kann er mir ja irgendwo helfen. Ah, der Lebende. Stimmt, wir müssen ja noch nach dem letzten Teil fragen. Die Orks missbrauchen meinen Freund als ein Spanferkel. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Gulliver hat mir von einem Kriegerset erzählt, weißt du? Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Ja? Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen? Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Der Paladin wird dir niemals verzeihen. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören, ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Das kann ja nicht so schwer sein, verdammt nur eins. Wie war das nochmal mit dem Helm? Ja, ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Jo, mein streng riechender, toter Freund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das gilt auch für euch da draußen, ne? Bis dahin, Leute. Tschüss.